Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 4. Und zwar zu der Mission der Trojaner, also zur Kampagne der Trojaner, das Add-on. Und wir haben genau 100 Mana. Wir sind die Römer, spielen hier gegen die trojanischen Invasoren, die hier sich irgendwo breit gemacht haben und ihre Türmchen hier stehen haben. Da müssen wir uns gegen prügeln. Oh, krass, jetzt haben wir schon 104 Mana. Alter, jetzt geht's aber richtig rund hier. Also mit dem Mana geht schon echt fix jetzt mittlerweile. Ja. Schauen wir mal, ob das so weitergehen wird. Wir müssen natürlich versuchen, unsere Kampfkraft auch noch ein bisschen weiter zu erhöhen, aber es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wir kriegen fett Mana, wir haben fett Gold und jetzt haben wir auch bald genügend Leute hier, die uns alles verteidigen können. Wie sieht es denn hier aus? Das ist okay. Wir kriegen jetzt nicht so wahnsinnig viel Gold rein, aber nach und nach wird schon werden. So langsam, aber sicher. Und hier oben scheint es anscheinend echt überhaupt gar keine Rohstoffe mehr zu geben. So, da kommen die letzten Pappenheimer angeflogen. So, wie machen wir das jetzt? Da habe ich mir doch was ganz Tolles ausgedacht, ne? War doch so. Hier. Ich schicke hier die Pappenheinzels dann vorweg. Oder so. Also nur die Schwachen natürlich. Konnte ich nicht irgendwie hier nur die... Achso, nee, warte mal. Klar, kann ich doch machen. Kann ich doch machen. Geht doch alles hier. Nee, geht nicht. Scheiße. Kann ich nur sämtliche auswählen. Kacke. Irgendwie ging das doch. Oh, hier, da musst du aber aufpassen, Kollege. Da ist gelb. Ja, wisst ihr was? Dann rennen wir da halt einfach komplettamente rein. So, und dann muss ich einfach hoffen, dass du und ihr beide hier euch so ein bisschen unten haltet. Dass ihr dann die seid, die dann möglicherweise von irgendwelchen Priestern gebasht werden. So. Falls die Priester dann hier irgendwann ankommen. Schafft er es da abzuhauen? Nö, schafft er nicht. Schafft er nicht. So, wo kommen denn hier Priester? Ah, da sind die Priester. So, warte mal. Hier, gucke mal. Dann zauber doch mal bitte. Ey, du sollst nicht da zaubern, du Affe. Ja, genau. Hier soll er zaubern. Das ist besser. Hier kann er gerne zaubern. Jetzt scheint er aber auch schon keinen Mana mehr zu haben. Alter, da sind die Gelben. Oh, das ist natürlich krass. Ah, haben doch noch Mana. Haben sogar noch eine ganze Menge Mana haben die anscheinend noch. Ach du heiliger Strohsack. Oh, und die haben eine Kaserne irgendwo da unten. Das finde ich auch gerade nicht so geil. So, warte mal. Warte mal. So. Ihr geht bitte alle mal hier rüber. Komplettamente. Komplettamente. Darüber gehen. Dankeschön. Ja gut, da brauche ich mir jetzt keinen. Da brauche ich keinen Zauber für. Ah, die haben jetzt tatsächlich so langsam eine Waffenschmiede aufgetankt. Das hier reißen wir aber ab. Alles komplett. Okay. Schade, wobei eigentlich ganz praktisch wäre, das hier mal zu sehen, was da so noch abgeht. Billiger Level 1 Schwertkämpfer, wie lächerlich. So, du gehst mal hier weg. Scheiße, die bringen echt die ganzen Waffen einfach da runter. Das heißt, wir sollten da dringendst das Türmchen einnehmen. Und du bitte nicht an der Front, Kollege. Das geht sich nicht gut aus. Okay, wir bauen hier einen Aussichtsturm. Den reißen wir ab hier. Scheiße, wo? Ah, hier haben die irgendwo eine Kaserne. Oh, weia, ey, oh, weia. Und da bringen die natürlich jetzt alle Waffen runter. Und dann wird da einfach eiskalt alles... Du bist auch gleich wieder tot. Ach, Mann. Na gut, von mir aus. Dann ist er halt tot. Die sind schon krass, ne? Die Typen sind schon krass drauf. So, ich muss jetzt erstmal alle Verletzten nehmen. Die holen wir jetzt nämlich hier rüber. Wir haben nämlich so... So bald gewinnen die nämlich nichts mehr hier. Oh, da kommt ein Priester an. Wehe, der zaubert mir hier jetzt wieder alles weg.
Oh, da kommen noch mehr Priester an. Okay, aber ich glaube... So. Aha, da ist die Kaserne von denen. Wie viele haben wir noch? Oh, ich habe nicht mehr so viele Schwertkämpfer, ne? Ich habe nicht mehr sehr viele Schwertkämpfer. Sind zwar noch ein paar, aber nicht mehr wirklich viele. Komm, da einfach mal ein Blitz rein. So, ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf, da ewig lang zu warten. Wo haben die denn hier das Türmchen? Da ist das Türmchen, okay. Und da ist auch die Kaserne, okay. Sehr gut. Das heißt, sobald wir das dann hier erledigt haben, ist alles im grünen Bereich. Ja, das könnt ihr vergessen. Da ist auch schon wieder einer gestorben, ganz frisch. Oh. Ach so, der geht da rein. Okay. Der will ins Häusle. So, weg da. Du auch weg da. Oder? Ach nee, der schafft's noch. Die schaffen es noch. Boah, da ist ein Level 3er. Oh. Oh, weia, da ist mein Priester auch gleich tot. Okay, nee, ist er noch nicht. Sehr gut. Gut, sehr schön. Haben wir das doch schon mal gelöst hier. Problem, nächstes Problem ist, die werden jetzt so langsam Truppen rekrutieren hier. Was ich jetzt tun sollte, ist hier oben ein Lazarett hinbauen, wenn es denn irgendwo geht. So, hier zum Beispiel. Ja. Und dann können wir unseren Geologen einfach mal hier runter beziehen. Dann kann der sich hier mal angucken, ob wir da irgendwie vielleicht ein bisschen Eisen oder sowas einschmelzen können. Gut, hier ist unser Nachschubtrupp. Was machen wir mit den Vögeln denn? Schiffen wir mal hier rüber. Dann sollen die sich hier weiter drum kümmern, weil ich will nicht, dass die jetzt fett loslegen, Truppen zu produzieren. 27 Leute hat er immer noch? Oh, war ja, ey. Ach ja, das Coole ist natürlich, wenn wir hier direkt ein paar Siedler stehen haben, dann können die natürlich echt relativ schnell uns hier irgendwelche Gebäude hin und her schubsen. Ah, hier haben sie den großen Tempel, deswegen stehen hier auch so viele Priester rum. Und die Gelben stehen hier auch rum, natürlich. Warum auch immer, haben da einfach mal so einen Schutzpatron hingestellt. Einfach mal eine kleine Schutzvorrichtung. Gut, hier, Kollegen. So, dann bitte alle mal hier rüber. Oh, den Turm muss ich abreißen. Ha! Ha! Nicht, dass ich da gleich attackiert werde. Das wäre ja ziemlich ungeil. Das will ich jetzt nicht unbedingt riskieren. Na, da lungern noch zwei so rum. Ja gut, die rekrutieren nur Level 1er. Das ist okay, das ist okay. Wie viel Mana haben wir denn? 135. Nach wie vor werden wir auch noch nicht attackiert. Was ich aber schon längst mal hätte tun sollen, ist die Vögel hier unten austauschen. Drei Level 3 habe ich da. Okay. Die müssen auch noch mal ein paar dabei sein. Ja, sehr gut. So, ihr Kollegen, schnappt euch das nächste Türmchen, damit wir hier zügig fortfahren. Und ich muss einfach gucken, dass hier sämtliche Leute einfach komplett aufgeheilt werden. Und wir nicht irgendwelche großartigen Probleme kriegen. So, wer wird denn hier als erstes beschossen? Der wird beschossen. Und der kann eigentlich auch schon direkt abdampfen. weil der ist gleich schon tot. So. Da steht auch noch ein Schwertkämpfer rum, normaler, so ein billiger, ne? Ey! Ja, toll, jetzt kommt er natürlich da nicht mehr weg. Okay. Sehr gut, der hat es geschafft, abzuhauen. Oh, ey, die machen schon ganz gut Damage da, die Kollegen. Wenn die ja so rumprügeln. Sehr schön, wieder einer weniger. So, hier, Idioten. Wir machen Kleinholz aus euch. Ach, guck mal, das ist ja echt ziemlich nah hier.
Nee, ja doch, den kann ich eigentlich abreißen, ne? Da kann ich hier einfach eigentlich mal ein Türmchen hinsetzen. Da können wir uns hier nämlich voranarbeiten. Sehr gut. So, du kannst hier rübergehen. Ihr könnt zum Heilen hier hochgehen. Ja, Eisen. Eisen ohne Ende. Sehr geil. So, wo wird beschossen? Der wird beschossen. Der wird beschossen. Der kann auch wieder zurück. Und wir haben ja noch 11. Okay. Ein bisschen einmal abhauen. Und du auch. Ich will ja nicht unnötig Ressourcen verballern. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Okay, den können wir auch zurückziehen. So, schon wieder ein Sie werden angegriffen. Wo denn? Boah, das war aber knapp hier, ey. Das war aber echt knapp. So, der ist der Einzige, der verletzt ist. Okay. Werden wir hier angegriffen? Nee, ne? Hier werden wir nicht angegriffen. Hier war nur unser Aussichtsturm, der fertiggestellt ist. Und hier werden regelmäßig ein paar Leutchen geheilt. Das ist wunderschön. 7 noch. Aber komm. Das sollten wir auch schaffen mit 7 Schwertkämpfern hier. Das sollten wir doch hinkriegen können. So, ihr Kollegen geht zum Heilen. Sehr schön. Alter, da können wir uns ja hier eine richtig fette Waffenproduktionsstätte noch machen. Ah, die Kaserne ist auch schon kaputt da. Und das ist ideal. Sehr ideal. So, der kann abdampfen. Dankeschön. Beehren Sie uns bald wieder. Oh, der sollte auch abdampfen. Nein, der ist gestorben. Was? Wollt ihr mich verarschen? Warum macht ihr sowas? Ah, frech. Frechheit. Gut. Besiegt. Sehr schön. Dieses Gebiet wurde gesäubert. Der Lilane ist so gut wie am Ende. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Jo, sehr gut. Ein weiterer, der geheilt worden ist. Dann kann ich hier mal eine kleine Gruppe aufmachen mit Leuten, die schon geheilt sind. Hier zum Beispiel die hier, bis auf den und auf den. Die drei Flitzpiepen können ja auch gerne runterlaufen. Es ist immer so ätzend, wenn man hier mal aussortieren muss. Das finde ich schade, dass man nicht so die komplett geheilten einfach auswählen kann. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Tastenkürzel für, irgendeinen Shortcut, aber kenne ich gerade zumindest nicht. Uns hat keiner mehr angegriffen in letzter Zeit, ne? Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig. Finde ich ja schon fast traurig. Finde ich ja schon fast traurig. Wieso greift uns keiner an? Halt, warte mal, hier geht alle runter. Wo ist er? Da ist er. Der Kollege ist noch nicht ganz geheilt. Der Kollege ist aber geheilt. Und ihr geht hier hin. So. Wunderbar. Alles. Da fällt mir schon wieder was runter. Die Fernbedienung fällt, macht sich auch schon vom Acker. Sehr gut. Ansonsten hier schön Leute angesammelt. Wunderbar. Ja, läuft echt ganz gut. Ne? Läuft schon ganz gut. Also ich könnte jetzt noch ein paar weitere Wohnhäuser bauen hier. Und zum Beispiel auch mal eins abreißen wieder, weil wir haben genügend Plätze. Wir haben sogar mehr als genügend Plätze. Ich kann noch eins abreißen. Ja, hier. Also noch eins ab. Ah, ich habe noch einen Sägewerker, der nichts zu tun hat. Ha! Noch ein Sägewerker frei aus. Ja, den gönnen wir uns auch nochmal. Wenn wir irgendwo Plätzchen haben. Was? Ah, es hält sich kein Krieger in der Umgebung auf. Oh, ein Sägewerk direkt vor die Haustür ist natürlich auch so ein bisschen schäbig. So, warte mal. Hier war doch irgendwo so einen billigen Heinzel. Ja, komm hier. Nee, warte. Haben wir keinen aufgehalten? Ja, komm, nehmen wir den hier. Nehmen wir den Kollegen. So. Was ist mit euch? Ihr seid alle frisch und munter. Also zumindest ein paar. Der ist auch frisch. Sehr gut. Alle schön heilen, bitte. Bitte heilt euch alle. Jopp, Dankeschön.
Da ist er einmal rausgekommen, hat einmal frisch geheilt. Das ist schön. Ich finde das sehr gut, dass, also das mit dem Heilen geht echt relativ schnell auch. Das ist ganz schön. Bei Siedler 3, da habe ich das immer gemacht, da hat man immer auf die Tür geklickt, dann kam er raus. Das funktioniert hier leider nicht. Bei Siedler 3 ging das echt. Da musste man einen Pixel sich raussuchen, da hat man dann Rechtsklick drauf gemacht sozusagen, also mit der Einheit die direkt dahin geschickt. Und dann ist er auch immer rausgekommen und hat geheilt. Das hat immer ganz gut geklappt. 6 hat er noch. Das heißt tatsächlich nur noch die beiden Türmchen dort. Problem ist nur, da lungert auch der Gelbe rum. Den will ich jetzt nicht unbedingt dabei haben eigentlich. Hier, guck mal. Wir können hier nochmal so eine Dings hin machen. Dann können wir hier auch so eine Waffenschmiede hin machen. Und theoretisch können wir hier auch noch eine weitere Kaserne hinknallen, wenn wir denn wollen. Wollen wir natürlich. Ist ja klar. Wir sind ja heiß da drauf. So, hier haben wir nicht noch ein paar mehr Geologen oder sowas? Wie viel habe ich denn davon überhaupt? Eine nur! Na komm. Machen wir uns noch ein paar mehr. So, das können wir nämlich jetzt abreißen, das Türmchen. Und dann dafür ja, hier unten uns hinbauen. Machen wir mal so. Gut. Sehr gut. Wir kriegen schön Rohstoffe. Wir kriegen alles, was wir brauchen. Das ist genau so, wie es sein soll. Wo habe ich die Kaserne hingeknallt? Moment. Hier, ne? Ja, gut. Da müssen wir natürlich dann auch noch ein Lager davor, damit wir das Gold hin und her transportieren können. Wir haben nicht so viel Gold. Das ist echt nicht so viel. Ich weiß noch nicht, wann wir hier einen Hauptmann rauskriegen sollen. Die tun echt gar nichts mehr, ne? Die greifen nicht mehr an. Die sagen sich auch so, ja, nö. Warum sollen wir angreifen? Wieso? Tut sich doch eh nichts hier. Ist doch langweilig. So. Ihr könnt weggehen. Du nicht. Du bist noch nicht geheilt. Du kannst auch noch nicht weggehen. So. Aber der kann auch schon weggehen, ja. Sehr schön. Haben wir doch fast alle geheilt. Also es ist, das bringt ja halt echt schon eine ganze Menge, wenn man einfach alle Leute aufheilt. Ich habe hier einen billigen Bogenschützen. Wo ist der denn? Da ist er. So, den schicke ich jetzt mal hier rüber, um mal zu gucken, ob vielleicht die Priester von dem Gelben darauf aufmerksam werden. Wobei, die werden wahrscheinlich überhaupt nicht darauf aufmerksam werden. Das wird wahrscheinlich genau gar nichts bringen, wenn ich da rein darf. Der wird wahrscheinlich einfach sterben. Viel mehr wird wohl nicht passieren, denke ich. Oh, beziehungsweise vielleicht steht da sogar noch irgendein anderer Einzel rum, den ich gar nicht sehe. Scheint noch irgendein Priester da zu stehen. Hallo? Nee, das kann kein Priester sein. Wie viel hält der denn aus? Hä, worauf schießt er denn? Auf das Huhn? Worauf schießt er denn? Ach doch, da war wohl doch noch ein Priester. Ja gut, dahinter steht auch einer. Krass, dann halten die aber krass viel aus, die Priester. Ist ja Wahnsinn. Oh, der ist geheilt. Sehr schön. Der ist auch geheilt. Und der ist auch geheilt. Und der ist auch geheilt. Ich bin echt gespannt. Der Gelbe wird wahrscheinlich das beim nächsten Mal dann richtig platt machen. Der wird wahrscheinlich sagen, ja, hier, ihr habt den Lilan so geärgert, jetzt ärgere ich euch. Ha! Verarschen! So, aber wir werden natürlich einfach eiskalt mit so vielen Leuten wie möglich hier reinlaufen. Wir haben echt fast alle Level 1er verloren, ne? Ist schon interessant. Boah, der war ja echt scheintot hier. Der war echt schon klinisch fast tot. Wahnsinn, dass der überhaupt noch auf den Beinen stehen kann. Dass er überhaupt noch laufen kann mit den Verletzungen. Jo, ich denke mal, wir werden gleich hier die Folge beenden. Sobald der ja dann hier auch noch aufgeheilt ist. Sollte ja bald mal geschehen. Möglicherweise. Ja, dankeschön. Und beim nächsten Mal schauen wir dann mal, dass das hier so ein bisschen vorangeht. Ach so, nee, warte, eins machen wir noch.
So, die drei Kollegen nämlich, die gehen jetzt mal hier hoch. Und einer von denen darf gerne auch hier drüben sich betätigen. So, und da nochmal noch ein bisschen Gold suchen und so. Gut, dann war's das von mir. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Macht's gut. Ciao.